Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Teil des Tunnelsystem-Mythos. So, um die Extras zu sehen, geht zur Tageskiste. So, ich habe den Besitzer gefragt. Wollte das Loch wieder zumachen. Ey, einen Moment mal, was ist denn da passiert? Ist da jemand verbrannt? Hä? Ja, kommen wir gleich zu. Und der wollte ja das Loch dann zumachen und dann habe ich ihn auf das Tunnelsystem angesprochen. Er wüsste davon nichts, weil der Vorbesitzer schon ausgezogen ist und das Loch da schon war. Er wollte das Loch dann wieder, wie gesagt, zumachen. Und ja, habe ich ihm von dem Tunnelsystem erzählt. Daraufhin hat er hier erstmal so gemäht, das alles flach gemäht. Dann habe ich hier erstmal gegraben. Könnt ihr hier nochmal ein Bild jetzt von wie es vorher aussah sehen? So, und ja, was soll ich noch sagen? Wenn kein Tunnelsystem da ist, wird das Loch zugemacht und fertig. Ja, wir gehen jetzt mal rein. Um zu gucken, was das ist. Verbrannte Schuhe. Aha. Keine Ahnung, woher die kommen. Naja, egal. Fängt ein neuer Mythos an. Nee, nee. Aber hier rauszukommen bei dieser Nässe ist schon schwierig. So. Das Loch ist schon sehr tief geworden. Und das hier habe ich alles ausgebuddelt. Könnt ihr im Vergleich sehen. Ja. Und Moment. Ja. Hier ist halt, wie vermutet, hier drunter ist ein Tunnel, der wo oben drauf zugemacht wurde. Und hier kann man jetzt die freie Stelle noch mal besser, genauer sehen hier. Ja. Das war's dann eigentlich. Zu den Extras geht's nochmal zur Tageskiste. Oben rechts klicken und ja. Ja. Das war's dann eigentlich. Also klickt hier, um Tageskiste zu kommen und die Extra zu sehen. Extras. Okay, ciao. Oh, shit.